Wir sind gestern Abend am Nacpan Beach angekommen. Den haben wir von unserer Tour mit Tower Philippines schon gesehen. Wir haben hier mit dem Boot geankert bei einer Pause. Total schön, haben wir schon die ganzen Küstenstreifen gesehen. Und wir sind so froh, dass wir uns entschieden haben, 2 Nächte hier in dem Mad Monkey Hostel zu verbringen. Kostet für uns 15 Euro die Nacht. Ich zeige nachher mal die Unterkunft pro Kabine. Das ist ein so ein kleines... Ja, ich weiß es gar nicht, so ein Abteil, also wir müssen so ein Hochbett und ja, wir genau. Haben halt die obere Ebene, ist ein bisschen zum Klettern. Also wir auf den Philippinen sind ja alle sehr arm und es gibt auch nur ganz einfache Unterkünfte, zumindest Unterkünfte, wie wir sie uns leisten können. Und da haben wir jetzt ein schönes neues Hostel gefunden, was uns hier an dem Strand echt eine klasse Unterkunftsmöglichkeit bietet. Hier ist ja nichts. Also hier gibt es ein Fischerdorf nebenan, das ist noch total ursprünglich. Und El Nido liegt jetzt 25 Kilometer südlich. Gestern Abend haben wir uns so einen Minibus genommen und sind dann hier dreiviertel Stunde hochgefahren. Die Straße ist, die hört dann circa 5 Kilometer vor dem Hostel auf und dann mussten wir auch hier das letzte Stück am Strand entlang laufen, aber wie gesagt, alles, was schwer zu erreichen ist, ist vom Tourismus noch etwas verschont. Ich denke, in 10 Jahren sieht es anders aus. Ja, da wird sich viel verändern. Und es jetzt, ist paradiesisch hier und wenn das die Investoren entdecken, wird es nicht mehr so bleiben, wie es mal war. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder bzw. ein paar Videos von der Anlage und anschließend mal, was die letzten Tage so passiert ist. Viel Spaß! Thank you.
zeige euch jetzt mal, wo die Unterkünfte sind. Und zwar, es ist also so ein 12er Dorm, da sind 12 solche Kabinen. Da oben schlafen wir drin.